nicht schlecht. So, hier haben wir Medium Lever. Also einen kleinen Hebel. Hier in der Kiste ist nix. Dann gucken wir mal hier um die Ecke. Können wir hier irgendwo was machen? Kann ich den hier anbringen, den Lever? Ja. Okay. Einmal an damit. Und Strom! Old Fuse. Hier haben wir eine alte Sicherung, die wir da rein schrauben können. Hat das Ding eben schon beleuchtet? Ich habe keine Ahnung. Guck mal, ich drücke schon wieder eine Taste. Also ich laufe zum Beispiel laufen. Und er hört wieder 5 Sekunden später so gefühlt auf mitlaufen. Also, boah, das ist wieder so cremig hier gerade. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Uiuiuiuiui. Das braucht definitiv noch Optimierung. Hallo? Oh, Spiel, ey. Das ist gerade nicht schön. Das ist nicht gut spielbar. So, wir gucken mal. Was gibt es hier unten alles? Ich hoffe mal, dass hier noch irgendwo Sachen rumliegen. Ich habe nicht nach links gedrückt, ne? Gerade überhaupt nicht gemacht. Keine Ahnung, warum das jetzt gerade wieder so cremig hier ist. Eieieiei. Aber euch ruckelt es auch, sehe ich gerade. Hm. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Es tut mir echt leid. So, hier geht's raus aus der Höhle. Da hinten ging es auch raus. Aber wir kommen noch irgendwie in der Etage nach unten. Habe ich mir sagen lassen. Wahrscheinlich hier. Boah. Gucken wir mal, ne? Guck mal. Hier kann man... Oh, das ruckelt. Uiuiuiui. Call Elevator. Der ist tot. Na gut, dann muss ich irgendwo eine Sicherung reinkloppen. Oh, sorry, wenn es gerade ruckelt. Aber hier läuft auch alles andere als flüssig. Es muss an diesem Areal hier liegen. Ich habe keine Ahnung. So, wo muss jetzt die Sicherung rein? Ich kann doch nur irgendwo hier oben rein, oder? Hm. Hier habe ich alles gemacht. Muss ich hier rein? Nee. Das ist nur ein alter Sicherungskasten. Ich hätte noch eine Idee. Boah. So ruckelig hier. Nicht schön. Oh, die Zombies sind gedespawnt. Hier ist irgendwo ein Kabel. Guck mal, hier ist ein Kabel. Vielleicht muss ich diesem Kabel folgen. Erst die Tür zumachen und dann den Fahrstuhl aktivieren? Das könnte sein. Aber wir haben eine Sicherung eingesammelt. Und ich gehe davon aus, dass die für irgendwas gut ist. Aber ich kann es mal probieren. Das ist eine gute Idee. Nö, leider nicht. Ist eine gute Idee gewesen, funktioniert leider nicht. Vielleicht muss ich nach hinten weiterlaufen. Weiß es nicht. Wir gucken einfach mal. Vielleicht muss ich hier weiter. Sind das hier irgendwelche Sachen zum Einsammeln? Nö. Komm ich raus? Hoffe, dass jetzt hier keine Zombies sind. Komm, steh auf. Nee, ich möchte nicht kriechen. Geht's immer tiefer in die Höhle rein. Ich speichere mal. Boah, ey. Bei euch ruckelt's leider auch noch. Hier gehen auch Kabel lang. Ich glaube, wir müssen noch irgendwie einen dritten machen, wie es aussieht. Also die Mine ist ziemlich groß, finde ich. Ich weiß nicht, warum da mittendrin der Berserker ist. Aber ist auch okay. Ist vollkommen okay. Ich renne mal lieber nicht, weil, wie gesagt, ich nicht weiß, was hier unten noch uns erwartet. Hm. Hallo? Ist hier wer? Ist eine Leiter. Ist das tief? Okay. Scheiße, Fragezeichen. Jetzt hier noch weiter? Ne, da hinten ist zu, ne? Schade. Dann, gucke ich mal, ob man hier runterklettern kann.
Kann ich? Hier. Oh, Entschuldigung. So, es könnte einen Moment dauern, bis ich unten angekommen bin. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, der Leiter schnell runter zu klettern, aber... Oder runter zu rutschen. Ich weiß noch nicht, welche Taste das ist. F? Shift? Aha. Shift ist es. So, jetzt bin ich unten. Hä? Das sieht doch nicht mehr aus wie... Wie eine Mine oder sowas. Das sieht doch eher aus wie so eine Art... Ja gut, schon ein bisschen, aber... Doch eher was von... Von dem Labor. Wow. Das ist nur eine fucking große Höhle. Oh. Da unten ist das pure Nichts. Da sollten wir nicht runterfallen, denn dann landen wir im Nichts. Das wäre nicht so gut. Was ist das denn hier für eine riesen Höhle? Wow. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe so ein bisschen Ofensausen. Die Frage, wenn ich jetzt hier runterfalle, komme ich hier wieder hoch? Okay, wir sind hier gefangen. Für den Fall der Fälle, wir sind am Arsch. Ganz schön zugig hier unten. Ah. Mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. Ja, toll. Kann man durch die Steine fallen. Ach, ernsthaft? Oh, Junge, please fix deine Map. Das ist echt schlecht. Wenn ich hier irgendwo durchfalle oder so, dann, ey. Boah, das muss nicht sein. Hier liegen überall diese Dinger. Diese Knicklichter oder wie die heißen. Das sind so große Knicklichter halt, ne? Oh, Ruckel. Ja, das ist nichts, was man einsammeln kann. Nee, ne? Meine Güte, wie groß ist das hier unten alles? Uff. Was wird das? Oh, hier ist auf jeden Fall etwas, was man abbauen kann. Das hier kann man abbauen. Okay. Das sieht aus wie der Aufzug. Okay. Also hier sind die ganzen hell leuchtenden Dinger, kann man alle abbauen, wenn man eine Spitzhacke hätte. Ich habe leider keine, weil ich ja eigentlich hierher gekommen bin, um das Geheimnis der Mine zu lüften. Nun. Ja, das Geheimnis dieser Mine ist, ich glaube, die Texturen sollen auch nicht so sein. Das sieht aus wie Developer-Texturen. Kann ich das abbauen? Ich brauche bestimmt die Spitzhacke dafür, aber ich probiere es einfach mal aus, wenn ich da mit dem Ding drauf haue. Probiere es einfach mal. Also bisher, was soll schon schieflaufen? Bisher ist alles mit irgendwas anderem auch kaputt gegangen. Aber es hat keine... Lebensbalken. Keine Ahnung. Ne, geht nicht. Es hätte ja sein können, wie gesagt. Bisher hat's auch geklappt, Autos mit einer Axt kaputt zu machen, die wir vorher mit einem Schlaghammer kaputt gemacht haben. Vorschlaghammer. Kann ich... Ja, super, hier kann ich durch den Schutt durchlaufen. Es ist ja echt... Ist ja mega lame. Also entweder haben hier unten die Texturen nicht geladen... Oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. So, hier ist auf jeden Fall ein Aufzug. Hier ist noch ein Lever. So ein Hebel. Oh, schreck mich doch nicht. Some crafting material must be learned from survivor NPCs. You will find the mark at them if the quest's available. Ah, okay. Okay. Hier ist noch eine Sicherung. Jetzt habe ich 3 Stück. Die brauchen wir ja auch. Da rein. An. So, und Strom. Okay, also die Beleuchtung hier haut die FPS in den Keller. Hä? Die Beleuchtung haut die FPS in den Keller. So, und hier können wir Sicherung einsetzen. Und an. Und an. Woran sehe ich, dass das Ding jetzt funktioniert? Scheiße. Woran sehe ich das? Ah.
ist doch scheiße. Ich muss das hier reparieren. Ich brauche dafür aber ein Kupferkabel und Klebeband. Vorher kann ich wahrscheinlich den Aufzug nicht rufen. Toll. Super. Danke, Spiel. Ja, okay. Das heißt, wir müssen... Jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklatschen. Ich hoffe, ich komme hier raus. Eieiei, na, das kann ja heiter werden. Geht das? Ja. Hoffe da, dass ich da auf der anderen Seite, hier oben, war ja irgendwie so ein bisschen problematisch. Also das hier unten, das ganze Zeug, wenn wir das abbauen können, dann respawnt das, definitiv. Also man muss da halt nur, ich glaube, einmal laden oder irgendwie sowas. Dann ist der ganze Krempel wieder da. Viel ist es ja ehrlich gesagt nicht, aber es ist ein bisschen was, ne? Gut. Also, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir NPCs helfen, die wieder mit ihrem Mercedes nicht fahren können. Ist halt nur die Frage. Ja, muss ich halt irgendwie mal gucken, dass ich mich irgendwo mal aufhalte, wo auch Unfälle passieren können. Wo die Typen gegen Bäume knallen, ne? Hoppala. Es ruckelt schon wieder so schlimm. Eieiei, ich hoffe, es kommt da wirklich zeitnah noch ein Patch raus. Weil er hat es eigentlich gesagt, dass es dieses Jahr noch was wird. Aber er hat ja jetzt effektiv noch 2 Wochen. Und hoffentlich ist es mal ein Bugfix und nicht wieder irgendwas Neues hinzufügen, was anderes entfernen oder was auch immer. Das Spiel hat gerade andere Probleme, als dass man irgendwas Neues hinzufügen muss. Irgendwelche neuen Mechaniken. Nee, man muss es erstmal fixen. Das ist wichtig. Ich habe im Übrigen gelesen, dass es, ich glaube, auf jeden Fall ist es ein Asiate, der das Spiel baut. Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Asiate ist. Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, das hat ein Ami gebaut oder irgendwie sowas. Aber scheint offensichtlich ein Asiate zu sein. So. Okay. Sind wir wieder hier? Ich hoffe, dass der tot bleibt. Hier ist auch kein so ein Sicherungskasten, ne? Nee. Kein Sicherungskasten da. Gut. Also wenn der nicht tot bleiben sollte, haben wir ein Problem. Aber ich gehe davon aus, dass er wiederkommt. So, ich gucke mich gerade nochmal hier um, weil irgendwie war das nicht sehr befriedigend, was es hier an Loot-Ausbeute gab. Kabel können wir nicht mitnehmen, erst gedespawnt. Der kommt bestimmt wieder, der Junge. Der kommt bestimmt wieder, den sehen wir bestimmt nochmal. Hier kann ich halt auch nichts machen. Gar nichts. Ne? Ich frag nicht, warum der Lever jetzt weg ist. Ich frag gar nicht aus. Der lag hier. Ja, geil. Okay. Ich frag gar nicht aus. Na gut. Ist halt Early Access, ne? Muss man halt eben auch sehen, irgendwie. Ist ja nicht schlimm. Gibt's Schlimmeres. Wie gesagt, sind andere Spiele schon weitaus schlimmer im Early Access gewesen, in der Alpha, als dieses. So. Ich probiere mal gerade was. Wenn ich jetzt wieder da reinkrabbel, ist er wieder da. Respawnt er dann instant wieder? Oder aus beim Neuladen. Das kann natürlich sein. Nope. Ich gehe mal davon aus, dass wenn wir neu laden, dass er dann wieder da ist. Jetzt muss ich aber aufpassen. Nicht, dass ich in die Zombies reinrenne. Ich muss gleich erstmal speichern. Definitiv. Nicht vergessen. So, ich gehe aber erstmal hier ums Eck. Und hier speichern wir. Und ich habe nämlich auch nicht mehr viel Leben. Mein Problem. Oh, findet das ein fetter Fug! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh. Schöne Rolle, die du da gemacht hast. Frag mich gerade, ob ich genügend Sachen mit hätte, um hier irgendwie nochmal einen
einen Zaun oder sowas zu bauen. Ja, vibrier ruhig vor dich hin, du Heini. Ey! Ey! Du Ficker! Hat er mich kaputt gehauen. Zum Glück habe ich gespeichert gerade. Ich werde da irgendwo weiter vorne nochmal ein kleines Gitter hinbauen, dass wir zumindest bis da rauslaufen können und uns die Zombies nicht die ganze Zeit hier irgendwie zurückdrängen. Das ist ein bisschen nervig. Das werde ich auf jeden Fall mal machen, dass wir da einfach nochmal so ein kleines Tor hinstellen. Ach, ärgerlich, das ist voll ärgerlich. Aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Also mich ärgert es viel mehr, dass wir diesen Bauplan offensichtlich noch nicht haben für das Kupferkabel. Ja. So sieht das hier also aus. Was ist denn das da oben? Ach so, das ist das. Ja, okay, da war die Sicherung drin. Alles klar. Gut, gut, gut. Die Fässer kann man auch irgendwie moven. Ich weiß noch nicht, was man mit den Fässern machen kann. Also gibt es irgendwas, was man wahrscheinlich damit machen kann, aber was genau, keine Ahnung. Aber wir können auf jeden Fall hier mal gucken. So sieht die Mine halt aus, ne? Also lädt halt nicht komplett. Es ist auf jeden Fall was Größeres, was hier wahrscheinlich mal angedacht wird. Aber wie weit und warum und weshalb, wir werden sehen. Probier mal ein Stückchen, bis nach vorne zu kommen. Och, ey, komm schon. Was soll denn das? Warum kam der jetzt noch angescheißert? Ah, muss ich wirklich mit dem Pfeil und Bogen erledigen? Ob man die mit einem Molly töten kann? Das wäre mal interessant zu erfahren. Also für alle die sich immer noch fragen, warum ich hier jedes Mal rausgehe und das Spiel dann wieder neu lade. Ich möchte nicht, dass mir jemand in mein Camp geht und Sachen klaut. Ich habe keine Lust zu. Das muss nicht sein. Das ist zwar so ein bisschen die Mechanik aushebeln, aber wenn er da keinen Quickload hinmacht. Oh, ich muss mal gerade meine Uhr abmachen, die stört mich. Hier, Mike. Stört ich mich gerade ein wenig. So, wechseln mal. Ich habe nämlich keine Munition mehr in irgendeiner Waffe drin. Warum kommt denn der andere zuerst? Boah, na das waren mal zwei nice Headshots. Kann keiner was sagen. Also die waren nicht schlecht. Dose kann ich jetzt nicht essen. Ess ich die erstmal. Ich hoffe, es kommt jetzt keiner von hinten angeeimert. Ah, nein. Ja, dann Slot frei. Beide schön in den Headshot gegeben, ne? Kann ich alles nicht mitnehmen? Okay. Meine Idee war, hier jetzt so ein Gate hinzustellen. Chicken Coop Dingens. Irgendwie hier so. Dass die Zombies da gegebenenfalls nicht mehr vorbeikommen. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein zweites bauen kann. Oh nein. War eigentlich so die Idee, hier so zuzumachen. Ja, keine Components mehr. Schade. Aber dann dürfte ich ja jetzt wieder Platz haben. Ah, kann ich beides nicht mitnehmen? Lass ich das mal hier noch. Ich möchte so viel Loot wie möglich mitnehmen. Verständlicherweise. Hoffentlich. Kartoffel kann ich doch eigentlich auch essen. Dann habe ich eine gegessen, habe trotzdem noch eine aufgesammelt. Also Win-Win sozusagen. Haben wir nichts verloren. Okay. Oh. Ja gut. Das funktioniert. Cool. Au.
Ma, du Penner, du Elendiger. Du Kacktyp. Okay. Das war gerade komisch. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, helftechnisch wirklich am Arsch. Ich gehe mal hier hin und speicher hier mal. Ich weiß gar nicht, ob das so eine gute Idee war, hier das Ding hinzustellen, weil ich glaube, der Zombie spawnt immer hier. Na, ist egal. Wir werden es sehen, wenn wir irgendwann mal hoffentlich nochmal hierher kommen. Wir müssen definitiv hier nochmal herkommen, wegen ja, Metallen und so, ne? Müssen wir definitiv nochmal herkommen. Ach, shit. Bleib hier! Oh, ich habe ihn genau in den Mund reingeschossen. Kriege ich meinen Pfeil? Ja. Genau in den Mund reingeschossen. Schönes Ding. Nein. Habe ich noch den Dingslot? Nein, hab ich auch nicht. Da steckt schon eine Kartoffel drin. Okay. Na gut. Wo habe ich denn den Pfeil hingesammelt? Da. Pixelhunting. Ja, hat gesessen. Einer mal da. Direkt in den Kopf geschossen. Und brauchen wir nochmal 3 Salz. Sehr gut. Können wir nochmal pökeln. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier raus, weil die Höhle ist echt, ja, ganz schön ruckelig, zuckelig, muckelig. So, da sind wir wieder raus. Oh, ein Glück. Haben wir geschafft. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was an Items bekommen. Ich muss jetzt gerade auch mal schauen, was es überhaupt alles ist. Eine Blaupause für Use for Unlock New Structure Building. Jetzt die Frage, wie lernt man den? Weiß ich noch nicht. Ein paar Flaschen haben wir bekommen. Wir haben die 3 Munitionsdinger da bekommen. Crafting Material, keine Ahnung, für was das genau gut ist. Wir haben Granaten 2 bekommen und ich weiß nicht, was noch. Kartoffeln auf jeden Fall. Jede Menge Kartoffeln, jede Menge Salz, ein Iron Ingo. Ja, warum nicht? Also, ist jetzt nicht die beste Ausbeute, muss man mal dazu sagen. Dafür, dass es halt wirklich eine Mine ist. Aber ja, es hätte schlimmer sein können, ne? Aber wir haben auf jeden Fall den Berserker gelegt. Und das war ja quasi heute mein Ansinnen gewesen, auf jeden Fall. Also, Tageschallenge Nummer 1 haben wir erledigt. Boah, Alter, dieses Spiel ruckelt gerade wieder echt furchtbar. Beziehungsweise es ruckelt nicht, aber es ist so, weiß ich nicht. Ich drücke eine Taste und ein paar Sekunden später passiert das, was ich eigentlich machen wollte.